Die Zukunftsmaschine. Philosophische Erkenntnisse gewinnt man durch reines Denken. Wissenschaftliche Probleme löst man mit Hilfe des Experiments. Doch wo liegen die Grenzen zwischen Philosophie und Wissenschaft? Irgendwo müssen sie sich verzahnen, sich überschneiden. Und dort, in dieser grauen Zone, die nicht festliegt, sondern sich ständig verschiebt, mag das Ungewöhnliche möglich werden. Die Maschine, die philosophische Probleme löst. Zum ersten Mal wurde er in den Haupttrakt des Gebäudes geführt. Die bisherigen Gespräche hatten sich im Vorbau vollzogen, der gleich neben der Einfahrt in das parkähnliche Gelände stand. Er sah recht eigenartig aus. Die zwei Dutzend überraschend kleinen Fenster waren so verteilt, dass man sie keinen Stockwerken zuordnen konnte. An allen möglichen Stellen ragten Erker heraus. In verschiedenen Höhenlagen gab es Balkone und auf dem Dach waren 4 oder 5 Türmchen gesetzt. Das Innere bestand aus einer riesigen Halle, durch die mehrere durch Holzstreben gestützte Treppen liefen und irgendwo oben verschwanden. Das Mobiliar bestand im Großen und Ganzen aus einem riesigen Schreibtisch sowie einem Sessel dahinter und einem davor. Dort hatte Holger seine Zeugnisse vorgelegt und er hatte die Stellung bekommen. Obwohl die Verhandlung glatt verlaufen war, hatte er das Gefühl gehabt, dass sich vor ihm schon eine ganze Reihe anderer Kandidaten beworben hatte, offenbar erfolglos. Vielleicht hatten diese zu viele Fragen gestellt, was ein Programmierer und Systemanalytiker in diesem schlossartigen Bau zu tun haben sollte, der sich hinter riesigen Eichen abzeichnete. Holger hatte nicht gefragt und vielleicht war das genau das Richtige gewesen. Nun würde er seinen künftigen Chef kennenlernen. Ein verrückter amerikanischer Millionär hatte es im Dorf geheißen. Es sollte Holger nicht darauf ankommen, die Bezahlung war bemerkenswert gut und überdies rechnete er mit einer ungewöhnlichen und interessanten Aufgabe. Das Schloss war alt, doch man merkte, dass es erst kürzlich instand gesetzt worden war. Mehrere weiße Flecke auf dem grauen Gemäuer deuteten darauf hin, ebenso wie frische rote Ziegel auf dem in Schwärzliche verlaufenden rostroten Dach. Holger ging über eine Zugbrücke und für einige Sekunden war er irritiert, als er merkte, dass es sich hinter ihm hob. Er stieg einige Stufen hinauf, erreichte ein Treppenhaus, dessen Wände mit Tierköpfen geschmückt waren. Er erkannte die Geweihe von Hirschen und Rehen, das Gehörn von Steinböcken und Antilopen. Es waren aber auch Trophäen dabei, die ihm unbekannt waren, vielleicht von exotischen Tieren aus fremden Ländern. Ein livrierter Diener führte ihn in ein Zimmer, eher eine Halle. Der Millionär Norman McCormick lag klein und schmal in einem riesigen Himmelbett und winkte Holger, sich einen Stuhl heranzuziehen, sich zu setzen. »Ich bin alt und krank«, sagte er, »und ich habe in meinem Leben bisher alles erreicht, was ich wollte. Mein letztes Projekt soll etwas ganz Besonderes sein.« Er winkte Holger fast geheimnisvoll zu, bedeutete ihm, noch ein wenig näher heranzukommen, und dann entwickelte er seinen Plan. »Vielleicht werden Sie mich für einen Phantasten halten«, begann er, »doch ich richte mich streng nach der Realität. Ich bin kein Naturwissenschaftler, kein Techniker, und daher weiß ich nicht genau, wo die Wirklichkeit aufhört und das Mystische anfängt. Im Grunde genommen ist es mir auch völlig gleichgültig. Was ich will, das sind die Mittel, mit denen man Ideen wahr macht.« Über diese Eröffnung war Holger schon überrascht genug, doch seine Überraschung stieg noch an, als er dem alten Mann länger zuhörte. Was dieser vorhatte, war nicht mehr und nicht weniger als eine Maschine, die die Zukunft voraussagen konnte. »Es ist ein uralter Traum der Menschen, ich weiß«, setzte der Alte fort. Er hatte sich für einige Sekunden
in die Polster zurückgelehnt, hatte sich ein wenig erholt. Nun klang seine Stimme wieder kräftiger und bestimmt. Im letzten Jahrhundert wurde schon viel realisiert, das man früher für fantastisch hielt. Man kann sich über die Erdkugel herum verständigen, im Dunkeln in die Ferne sehen. Man kann Städte auf dem Meeresgrund bauen und den Planeten herumfahren. Und demnächst werden Raumschiffe in die Weiten des Weltraums hinaus starten. Warum soll es keine Maschine geben, die die Zukunft voraussagt? Es sah nicht so aus, als hätte er eine Antwort erwartet, doch Holger setzte schon zum Widerspruch an. Da erst merkte er, dass er kein Argument anzuführen hatte. Er schwieg. Es gibt einige Philosophen, die meinen, die Welt sei vom Zufall bestimmt, erklärte McCormick. Ich bin überzeugt davon, dass sie Unrecht haben. Was heute besteht, ist ein Produkt der Geschichte. Und was morgen sein wird, ist die konsequente Fortsetzung davon. Es kommt einzig und allein darauf an, alle diese Ursachen zu überblicken, aus denen sich dann die Folgen entwickeln. Und auf welche Weise wollen Sie das erreichen? Holger hatte für seinen Einwurf eine Pause benutzt. Einige Sekunden lang sah es so aus, als hätte ihn der Millionär nicht gehört. Er lag mit geschlossenen Augen da. Die Lider waren so dünn, dass man glaubte, die Pupillen durchschimmern zu sehen. Dann aber richtete er sich wieder ein wenig auf. Wie ich das machen will, wiederholte er. Ich werde alle Methoden benutzen, die sich dafür anbieten. Alle Methoden, fragte Holger. Vielleicht Wahrsagerei, Magie. Er war nun ein wenig mutiger geworden, denn er hatte das Gefühl, dass die gut bezahlte Stellung nur eine Fiktion war. So hatte er nichts zu riskieren. Auch die Mittel der Magie, bestätigte der Millionär, ohne sich durch den spöttischen Unterton Holgers beirren zu lassen. Ich habe eine umfangreiche Sammlung metaphysischer Literatur und was mir davon brauchbar erscheint, werde ich nutzen. Aber damit haben Sie nichts zu tun. Was ich von Ihnen will, ist die Entwicklung eines Programms. Eigentlich müsste sie Ihnen bekannt sein, die Methode der Extrapolation. Was sich im Kleinen bei Einzelproblemen bewährt, ist auch im Großen brauchbar. Statistische Methoden, Voraussage von Geburten und Todeszahlen, das alles ist mit erstaunlicher Genauigkeit möglich. Und das komplexere Geschehen, das Schicksal, das den Einzelnen betrifft, Sie können sicher sein, sobald wir die Genauigkeit steigern, einen möglichst vollständigen Überblick über die Ursachen erreicht haben, wird uns die Vorhersage mit jeder gewünschten Genauigkeit gelingen. Im Grunde genommen aber brauchen Sie nicht daran zu glauben, das verlange ich nicht. Was ich fordere, ist dieses Programm. Und daher frage ich Sie, können Sie ein solches Programm entwickeln oder nicht? Er hatte sich im Bett aufgesetzt, er verzichtete auf die Stütze des Polsters und obwohl es nur eine geringfügige Bewegung war, hatte Holger den Eindruck eines unanfechtbaren Beweises für eine unbändige Willenskraft. Er überlegte kurz, er wollte den alten Mann nicht betrügen. Andererseits hatte dieser gesagt, er brauche nicht daran zu glauben, es genüge, das Programm zu entwickeln, das er forderte. Nun gut, er wollte es versuchen. Er sagte zu. Holger hatte sich eine ins Abstrakte gerichtete Arbeit vorgestellt, was genau genommen auch zutraf, doch McCormick gab sich mit Zahlen und Daten nicht zufrieden, sondern forderte etwas Konkretes. Er forderte es nicht von Holger, den er unbehelligt arbeiten ließ. Doch er hatte ein Dutzend anderer Leute engagiert, deren Arbeit zunächst unabhängig verlief, sich später aber mit jener von Holger treffen musste. Es waren seltsame Gestalten dabei, bunt gekleidete Wahrsagerinnen, Zauberer in schwarzen Anzügen, aber auch Architekten und Künstler in weißen Mänteln und Overalls. Als Koordinator wirkte ein Manager, den der Millionär von einer Autofirma abgeworben hatte. Es war ein Mann, der durchsetzte, was er sich vorgenommen hatte. Und man glaubte es ihm, wenn er seine Pläne vortrug. Er hatte eine genaue Vorstellung davon, wie das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aussehen sollte,
Er hatte es Holger genau beschrieben. Es sollte etwas sein, das an die alte Vorstellung der Zauberkugel anknüpfte. Den geschliffenen Kristall, in dem sich Vergangenheit und Zukunft spiegelten, wenn es nur gelang, die Bilder zu aktivieren. Und alle jene mystischen und kabbalistischen Ingredienzien, die in diesem Ziel, die zu diesem Ziel verhelfen sollten, waren vorbereitet. Der Raum, in dem sich das Ereignis vollziehen sollte, war vollgefüllt mit symbolischen Bildern, geweihten Tüchern, Blutsteinen, Räucherkesseln und Tierschädeln. In der Mitte des Raums auf einem Podest sollte die Zauberkugel stehen. Doch nur noch der Name war mit dem gemein, was man früher darunter verstand. In Wirklichkeit war es nichts anderes als ein Bildschirm für Rundumprojektion, eine Bildfläche für die Wiedergabe digital erzeugter Bilder, nichts anderes als eine jener Anlagen, mit denen Ingenieure ihre Maschinenteile entwarfen. Zur Eingabe dienten allerdings keine Zahlen aus technischen Projektionsbüros, sondern Angaben, die den historischen Datenbanken, vor allem aber den elektronischen Nachrichtennetzen entnommen waren. Holger hatte zunächst nicht daran gedacht, die Ergebnisse seiner Berechnungen als Bilder auszugeben, doch dieser so dringende Wunsch ließ sich leicht erfüllen, eine technische Routine, die nichts war als eine Methode der Popularisierung. Denn das, was da bildhaft bewegt ausgegeben wurde, befand sich längst im Speicher des Computers. Das war das Resultat, um das es ging, und Holger konnte seinen Stolz darüber nicht unterdrücken, wie gut sein System funktionierte. Nur selten war er in diesem angestrengten und arbeitsreichen Jahr dazugekommen, über den Sinn seiner Tätigkeit nachzudenken. Zu seiner eigenen Verwunderung, denn er war von einer kritischen Einstellung überzeugt, konnte er an dem, was er entwickelte, nichts Unsinniges entdecken. Die Methode der Extrapolation ist wissenschaftlich methodisch gefestigt und in zahlreichen praktischen Aufgabengebieten erprobt. Die Frage war nur, ob es gelang, genügend Daten zu sammeln, um auch ein komplexes Geschehen genügend präzise zu extrapolieren. Bis hierher war alles in Ordnung. Wenn das gelang, dann ließen sich tatsächlich Vorhersagen machen, wenn auch nichts als Prophezeiung, sondern als Aussagen, denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuzumessen war. Hier allerdings unterschieden sich die Auffassungen. Wer an den Zufall als mitbestimmendes Element aller Veränderungen glaubte, sah die Ergebnisse einer Extrapolation eben nicht als Vorhersage an. Sollte jedoch alles Geschehen vorausbestimmt sein, dann hatte McCormick im Prinzip recht. Je näher der Zeitpunkt für die erste praktische Erprobung des Systems heranrückte, umso mehr Zeit zum Nachdenken hatte Holger, und er musste sich eingestehen, dass ihn ein seltsames Gefühl beschlich. Versuche, künftige Entwicklungen zu extrapolieren, waren ja keineswegs neu, und als Vorhersagen sah sich schon deshalb niemand an, weil sie sich eben alle auf isolierte Problemfelder beschränkt hatten. Somit war die Frage des Zufalls gar nicht erst in den Vordergrund gerückt. Nun aber war ein Mann aufgetreten, der über nahezu unbeschränkte Geldmittel verfügte und der sie bedenkenlos dafür eingesetzt hatte, um die Verfügbarkeit der Daten zu sichern. An diesem Problem würde also das Projekt nicht scheitern. So hing alles am Prinzip. War es eigentlich wirklich schon wissenschaftlich einwandfrei bestätigt worden, dass es in dieser Welt echten Zufall gibt? Vielleicht bot die Zukunftsmaschine von McCormick die Möglichkeit eines ersten einwandfreien Beweises. Und als Holger mit seinen Gedanken so weit vorgedrungen war, da merkte er mit einem leichten inneren Schaudern, dass er die Vorausberechnung der Zukunft nicht mehr für unmöglich hielt. Und dann, endlich, stand alles bereit. Der Millionär hatte verlangt, beim ersten Versuch allein zu sein. Die Diener hatten ihn feierlich gekleidet und schoben ihn auf einem Rollstuhl in den ebenso prächtig wie geheimnisvoll geschmückten Raum. Er war bis auf wenige Kerzen an den Wänden abgedunkelt, der Monitor mit seiner ungewöhnlichen Rundform strahlte mildes,
milchweißes Licht aus. Obwohl er ein Produkt moderner elektronischer Technik war, wirkte er doch nicht weniger rätselhaft als die Kristallkugel, das Werkzeug der alten Propheten. Bisher waren noch keine Bilder zu sehen, die Verbindung mit dem Computer war noch nicht hergestellt. Die Diener postierten den Rollstuhl einige Schritte vor dem Monitor. Man reichte ihm das Kästchen der Fernbedienung, mit deren Hilfe das Zeichen zum Einschalten gegeben werden konnte. Der alte Mann saß zusammengesunken in seinem Stuhl. Man hätte meinen können, er schlief. Doch dann hob er die Hand, das Zeichen für alle anderen, den Raum zu verlassen. Hinter ihnen schlossen sich die Türen. Die Mitarbeiter warteten in der Vorhalle. Die Spannung hatte sich in den letzten Tagen und Stunden fast bis zur elektrischen Aufladung gesteigert. Ob sie nun zu den Ungeduldigen oder zu den Duldsamen gehörten, sie warteten bis tief in die Nacht und einige warfen die Frage auf, ob man nicht nachsehen sollte, was geschehen war. Doch der Koordinator, der die Verantwortung trug, lehnte das strikte ab. Auch in den nächsten Stunden rührte sich nichts. Und schließlich, am frühen Morgen des darauffolgenden Tags, drangen sie ein. Der Bildschirm war eingeschaltet, man erkannte bunte Farben, doch es waren keine Bilder, sondern es ähnelte eher der Wellenbewegung auf einer Wasserfläche, über die der Wind bläst. Der alte Mann in seinem Stuhl war tot. Wie sie später feststellten, hatte er irgendwann in dieser Nacht alle Daten, die sie über Kabel und Netze aus aller Welt zusammengetragen hatten, gelöscht und auch das Programm zerstört. Da sich niemand bereit fand, das Experiment zu wiederholen, ist bis heute nicht bekannt, wie es ausgegangen ist, ob das Schicksal der Welt vorherbestimmt ist oder nicht.